Hey Leute, willkommen zu diesem Video. Es tut mir jetzt schon mal mega leid, dass es am Anfang die ganze Zeit rumwackelt. Ich hatte meinen Gorilla-Pod nicht dran. Tut mir leid, sorry. Wir holen jetzt wieder den Zelda ab. Es ist wieder ein Wochenende. Das letzte Wochenende war für euch wahrscheinlich erst ein paar Tage her. Aber der Wochenend-Vlog kam halt extrem spät wegen der Verletzung, weil ich mich die ganze Zeit noch schulen musste. Ich habe aber zwei gute Neuigkeiten für euch. Nummer eins, ich habe mein Helmwirt am Start. Der Heilungsprozess ist eingesetzt und ich kann wieder recht vernünftig laufen. Ja, mir tut es immer noch weh, wenn ich das beuge. Und ja, ich muss immer noch wahrscheinlich operiert werden. Ist einfach scheiße, aber kann man jetzt nichts mehr machen. Deswegen, Zelda muss jetzt gleich beim Bahnhof abgeholt werden. Der kommt auf Gleis 3 an. Und wir wollen ihn jetzt gleich zusammen abholen. Und das machen wir doch gleich. Denn diese Kacke hat eine Verspätung. Meine Fresse, Alter. Okay, nochmal. Oh, nee, soll ich sagen, wo Fressen helfen sollen wir auch wieder? Snake. Jetzt? Leute, guck mal, wenn wir aus dem Fenster gucken, da ist ja sehr. Auch nicht, denn das ist das falsche Gleis, ey. Verdammte Sch. Okay, nochmal. Oh, nee, soll ich sagen, wo Fressen helfen sollen wir auch wieder? Snake. Jetzt? Leute, guck mal, wenn wir aus dem Fenster gucken, da ist ja sehr. Ich glaube, das dürfte ja sein. Mal gucken, ob er da irgendwo drin ist. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch der falsche. Ich habe keine Ahnung. So Leute, er ist jetzt da und ihr seht, ich kann schon wieder recht gut laufen. Unfall war ziemlich abgefuckt, aber es geht schon wieder so einigermaßen mit Humpeln und was weiß ich und so weiter. Aber Hauptsache haben wir Parship und wir können immer noch alle 11 Monate uns verlieben, Leute. Das ist immer... 11 Monate? 11 Monate sind schon ein bisschen komisch, ne? Eine Ewigkeit später. Also, Leute. Also wir laufen hier gerade zum KNK. Was heißt laufen, ne? Ich werde hier geschoben, weil, you know, Bein und so ist nicht so nice. Aber, ne, ich habe leider schlechte Erinnerungen mit sowas jetzt. 20 Minuten später. Leute, wir haben tatsächlich die neueste Sensation gefunden. Wow. So, Leute, wir sind jetzt wieder da und wir müssen jetzt auch direkt den Stream starten. Das kommt mir zu spät. Der Junge hat hier ein paar Sachen. Ich war bei Kick einkaufen. Wie stoppt? Zweiter Tag. Hey Leute, willkommen zu diesem zweiten Tag dieses Videos. Und ja, er ist auch dabei. Und vielleicht merkt ihr schon was. Einfach Partnerlook, ne? Partnerlook, meine Freunde, so muss das. Er hat sich auch so ein Shirt geholt. Und wir laufen jetzt hier im Partnerlook in die Stadt und holen Luis ab. Später. Ja, wow, Leute. Da haben wir noch mal gut und gerne den Bus verpasst. Haben wir zwar noch gesehen. Aber leider nur noch von ganz weit hinten, wo er schon weg war. Aber das ist deine Schuld. Spaß. Was? Haben uns jetzt entschieden, noch erstmal einen Abstecher bei Panini zu machen, weil das gleich hier nah ist. Und ja, mal gucken, was die zu in der Shirt sagen. Da ist er und da hinten ist Panini. Hallo. So Leute, wir sind jetzt hier gerade in Panini. Wir sind gerade in Panini und wir haben hier Zeldas Kamera. Und es ist gerade, 13.10 Uhr, das heißt perfekt Essenszeit. Wir sind ganz normale Menschen. Na klar. Der Hammer. Wie ist das aus? Nelda hat eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. So Leute, wir haben uns jetzt entschieden, nirgendwo hinzufahren. Wir sind jetzt gerade essen gewesen, total der beschissene Sprung. Aber wir gehen jetzt in die Ems-Galerie. Da ist Frau und Vater, müssen wir uns abends auch noch hin. Oh Leute, das ist mein Traum. Oh, wie gerne ich dieses Ding. Also darauf spare ich wirklich jetzt so mein Leben, Alter. Ohne Witz. Das ist wirklich so, oh, dieses Ding hier, ich liebe es. Damit. Alles klar. Damit hier im wunderschönen La Luna mal wieder, wo wir letztens das Eis gegessen haben. Und er holt sich jetzt eine heiße Schokolade und ich hole mir wahrscheinlich. Das steht nicht im Skript. Du musst das nochmal anders vorlesen. Ach so, okay, warte. Hi Leute, ich wollte nochmal sagen, kauft bitte mein Merch. Genau. War das jetzt besser? Ja, Bibis Video erwähnen. Ach so. Hi Leute, ich war gerade hier am Hören von Bibis Video. Und ich muss ehrlich sagen, es war wunderschön. Ich habe eine Frage, gibt es auch Waffeln? Wir haben gerade bestellt, Lelt und ich wollte noch was sagen, ich habe mir nämlich gerade erstmal vor kurzem den Baby-Song runtergeladen, das solltet ihr auch tun und ja, ich höre das jetzt jeden Tag, ich meine, die Melodie geht ja schon ab. Steht auch Merch erwähnen. Was? Merch erwähnen. Habe ich doch schon.
Ach so. Kannst du... Das muss gerade sein, ich bin so ein Perfektionist. Und will die Innenkamera des iPhones für den Vlog benutzen, Alter. Ach, das ist so ein Mini-Vlog. Boah, Junge, Zelda ist so ein Typ, ne? Der geht in ein Restaurant rein, bestellt eine Waffel und wundert sich dann, warum die dann so groß ist. Der kommt in den Pilz und kriegt das Stück in den Mund. Jetzt ist schon sau ein Zeitsprung, denn wir gehen jetzt endlich, wir gehen jetzt nochmal was phrasen. Und zwar gehen wir, das ist also für die Leute, die nicht gerade so, wow, wir waren doch gerade mit Panini. Nein, das sind jetzt schon ein paar Stunden vergangen und wir gehen jetzt erstmal ein paar Burger selber machen. Wir haben zwar nicht so viele Beilagen und so, aber wir haben schon mal Fleisch und wir haben Brötchen, wir haben Tomaten und wir haben Ketchup. Und wir haben Käse, also das wird schon, Leute. Wir laufen jetzt gerade zu meiner Oma rüber. Du fährst, ich laufe. Genau, ich fahre nämlich jetzt auf dem Iohawk, weil ich echt vorhin gemerkt habe, dass es so langsam das Ende nimmt mit dem Laufen. Ich dachte echt, das wird cooler oder schneller, einfacher zum Laufen. Aber das ist dann leider doch nicht so geworden und dann bin ich so ein bisschen rückfällig da. Bin ich wieder ein bisschen rückfällig geworden, was ich ein bisschen schade finde. Aber ja, wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen mitfilmen und so, you know it. Hey. Und ja. Boah, Zelda nimmt den vornehmen Weg. Oh, guckt euch das an. Er nimmt den vornehmen Weg. Hier. Halt die Fresse. Hallo. Wo kommst du denn her? Aus dem vornehmen Weg. Leute, da geht's ja schon ab. Eine Stunde später. Oh Gott, Leute, wir haben gar nichts gefilmt. Ich habe nichts gefilmt, 0%. Lea hat sogar heute den ganzen Tag geübt für heute Abend Mario Kart. Und was hast du denn die ganze Zeit letzter? Dritter Tag. So Leute, dritter Tag. Der nächste Tag ist angebrochen und ihr habt wahrscheinlich vom letzten Tag und vom vorletzten Tag nicht viel gesehen. Aber ich werde das schon irgendwie im Schnitt so machen, dass es sich nachher noch cool aussieht. Wie sieht. Und jetzt ist es im Moment so, wir wollen jetzt frühstücken gehen. Er muss nämlich um 19 Uhr weg, dann wird er nämlich vom Zug abgeholt. Genau, wir wollen jetzt frühstücken gehen und holen auch wieder den Luis ab. So Leute, was ein Sprung, wir sind schon hier. Okay, wir sind hier gerade bei Brotliebe von Werning und ich finde den Laden hier Hammer, ohne Witz. Und wir warten jetzt noch auf Luis und dann fahren wir rein. Wir gehen mal rein. Das war so eine mega Pressmaschine, da konnte man so drücken. Man hat so gesehen, wie so ein Arm, wie dann so. Da passt dann mega Hammer. Und jetzt habe ich hier frisch gepresst dran und darf dann das geholt. Und hier wartet jetzt, dann wird mein Ei gekocht. Und dann piept das so ungefähr so wie bei Vapiano. Also achso, Zelda hat außerdem schön deine Kamera zerstört. Präsentier mal den Leuten, was kaputt ist. Das Witzige ist, hier ist eine Linse. Sobald man das hier auf anmacht, geht sie an. Aber ich habe sie gerade angemacht und hatte meine Hand davor. So, that's the problem here. This moment I knew. He fucked up. Leider ist heute Sonntag und wir wissen nicht genau, was wir jetzt noch machen können, aber wir gehen einfach mal in die Innencity und gucken, ob da irgendwie Markt oder so. 20 Minuten später. Leute, gönnt euch mal diesen nice place hier. Solange wir nicht reinfallen, ist alles geil. Oh, Hammer. Hammer, und wir sitzen jetzt hier wirklich genau am Abgrund. Da hinten ist der Abgrund. Wenn man sehen kann, da hinten ist nichts mehr. Hey Leute, das ist gerade voll komisch. Wir sind jetzt hier in der Ems-Galerie, aber es ist halt so alles komplett weg. Weil halt so Sonntag ist, aber die haben hier trotzdem aufgemacht. Aber es ist halt so alles komplett leer. Und ich kann euch jetzt mal so ungefähr hier mal einblenden, wie es aussieht, als es hier voll war. Guckt euch alleine mal diese Rolltreppe an. Hier ist niemand. Warte mal, pass auf. Oh, niemand. Keine Seele, weit und breit. So, meine Freunde, wir testen jetzt, ob das iPhone 7 wasserdicht ist. Yeah.
Bis gleich. So Leute, wir haben gerade mal probiert, unser iPhone unter Wasser zu halten. War witzig. So, da kommt unser Bus. Gott, Leute, guckt mal, wie scheiße das Wetter auf einmal geworden ist. Was ist los? Ja, weil ich nach Hause fahre. Ja. Zu regnen? Reine weint, weil Louis nach Hause fährt. Genau. Genau, denn ihr habt schon gehört, Louis fährt jetzt leider nach Hause. Ich sag die Abschlusswörter. Ja, Louis fährt leider nach Hause und willst du noch was sagen? Ja, bestellt euch die neue Single von mir. Ja, verschwinde. Bis dann. Ciao.